normalement, faut s'arrêter. Arnaud démarre qui a été, regardez, Arnaud démarre qui a été gêné par le passage de niveau. Il faut s'arrêter, c'est le règlement. Vous pouvez être pris en course. C'est terminé là pour tous ceux qui se sont arrêtés. Hein. Bon, Arnaud démarre qui a frôlé, un, la catastrophe, et deux, qui a été gêné par la barrière là. Habe aber einen Höllenrespekt vor diesen 1200 Kilometern und jetzt lasse ich einfach auf mich zukommen. Montagmorgen 5:30 geht's los und dann ist die Wahrheit eh am Start und dann werden wir sehen, was passiert. Aber irgendwie wird's gut. Irgendwie machen wir das zusammen. Ich denke es doch. Ich bin ja nur aus Versehen hier reingeraten. Nee. Das hat alle jeder einzeln. Das ist auch meine erste 1200, da muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das durchhaltet. Gell? Also ja. Ich mache mir viel Sorgen um euch. Mehr als um mich eigentlich. Fahrt vorsichtig. Fertig. Mach's gut. Das ist ja schon mal professioneller. Das finde ich jetzt aber schon gut, diese Verabschiedung. Die müssen wir schon noch öfter machen. Dann lass mal telefonieren, gell? Thank you.
Fahrrad nach Brest fährst bei dem Spritpreis. Trikot bekommen, habe auch die Jacke bekommen, es ging alles wirklich toll, die Leute sind super freundlich hier, extrem freundlich, hat richtig Spaß gemacht, helfen alle, versuchen wirklich das Beste zu geben, ist großartig. Registration pour Vehicle Support. Okay, für unser Begleitfahrzeug. Und Leute, positive Nachricht, hey, Bombennachricht, wir dürfen 5 Kilometer vor und nach dem Checkpoint. Also können wir jetzt alles nochmal, die Strategie nochmal überdenken. Was ist los? Findest du dein Fahrrad nicht mehr? Nee, ich finde mein Fahrrad nicht mehr. Das ist jetzt echt nicht lustig. Hast du es wieder? Ja, Gott sei Dank. Dachte schon, jetzt wird es wegen Fahrrad nicht gehen. Das wäre das Lustigste gewesen, oder? Paris-Brest ohne Fahrrad. Was glaubst du, wie viel? Wir sind jetzt ungefähr, also wenn alle da sind, sind es ja fast 8000 Fahrräder. Das heißt, ein Wert von schätzungsweise 20, 30, 40 Millionen, die hier rumstehen. Die hier rumstehen. Ja. Die jetzt hier bewegt werden Richtung Brest. Ja, klar. Ist der Hammer, gell? Da wird es sich ja lohnen, mal einen Sprinter anzumieten, oder? Da nicht so warm, wenigstens. Das macht ja richtig Spaß hier, das Wetter. Das ist das Franzenwetter, das ist richtig das Franzosenwetter hier. Im Quatre Quiche. In verschiedenen Varianten. Herrlich. Hätten wir eigentlich warm machen müssen, Frank. Naja. Wofür hast du einen Grill dabei? Ich habe den Grill dabei. Den durfte ich ja nicht mitnehmen. Deswegen gibt es jetzt alles kalt. Und? Wie ist es? Oh la la. Que qualité. Da kommt diese Kohlenhydrat, dieses Kohlenhydratgetränk. Das sind auch 3 so Messbecher auf die Flasche voll. Also jetzt schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Jeder kriegt so eine Weste, diese reflektierende Weste. Die ist gut und worauf ich mich besonders freue, ist natürlich auf mein Trikot. Gute Fahrt. Komm gut heim. Ja, aber nicht immer auf. Einfach. Ja, ich versuch's. Aber ich habe gesagt, wenn es nicht geht, halbe Stunde einfach nur kurze Pause. Pause. Nee, und dann geht's schon wieder. Sonntag.
Nachmittag, es ist kurz vor vier, jetzt geht die erste Gruppe los. Und das werden wir uns jetzt anschauen, den ersten Start von der ersten Gruppe, weil das ist total spannend und hier vibriert die Luft. Und ja, ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig vorne sind, sonst müssen wir uns die B-Fahrer anschauen, die danach kommen. Letzter Abend, jetzt geht's los. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie ist ein laues Gefühl, nachdem alle heute erzählt haben, wie schwierig es ist und dass meine Crew mich ja nicht ins Wohnmobil reinlassen darf. Wenn ich aufgeben möchte, wird schon ein bisschen seltsam, flau im Magen, aber fühle mich auch gut vorbereitet. Irgendwie alles gut, habe ein gutes Team dabei. Wir haben die Tour gut geplant. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Von mir aus, jetzt versuchen wir noch kurz zu schlafen, weil viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen kurz vor drei schon wieder raus. Und halb fünf muss ich da drüben schon antreten. Und dann geht's auf die große Reise. Dann geht's nach Brest und dann hoffentlich auch wieder zurück nach Paris. Jetzt beginnt unsere Mission. Der Fahrer ist auf der Strecke und wir auch. Jetzt bereit, Volvi? Auf los geht's los. Jetzt kommt die Supportmannschaft. Hier sind wir. Durch das Tor. And off we go. Nach dem ersten Checkpoint und hier geht's voll Richtung Westen, Südwesten. Wir warten jetzt auf ihn, seine Getränke sind vorbereitet. Er kann jetzt, ja, 10 Minuten sowas wird er da sein und dann wird er verpflegt. Jetzt geht der ratzfatz durch. So geil. Ja, macht der hast aber einen guten Schnitt, oder? Ja, macht derart Spaß. Alles Gute. Hab die anderen weit hinter mir. Macht sau Spaß. Ja?
Brutal. Frank hat gesagt, hier können wir warten, weil da geht es noch weiter bergab. Ja, da kannst du dann wieder beschleunigen. Das ist doch total entspannt. Du. Ja, ich habe mir gedacht, für euch auch. Da stehen überall Autos, da schert sich keine Sau. Das ist doch kein Sau, gell? Von wegen überall Überwacher und alles, wie die das gesagt haben. Das ist also im Vorfeld. Das kommt, müssen sie halt sagen. Tonne ist vorne. Alter, absolut perfekt. Du hast jetzt deine Riegel dabei, Energieriegel. Ja. Was sind das genau? Ja, meine Kohlenhydrate-Gel. Zeig mal kurz ein. Schau dir mal kurz her, Foto. Kann ich nicht. Mein Koffein-Dinger habe ich noch nicht ausgepackt. Der kommt erst für später. Der Flache. Was kommt? Der Flache. Ja. Hier, Wolfi, schreiben da auch, was wir öffnen können. Ja, das ist aber schön verprissknattelt. Dass er da noch was durchsieht. Männer, ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt gute Fahrt, gute Fahrt. Danke. Warte, ihr darf kein X vorbeilassen. Eieieiei. Und los, 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 los. Merkst du das? Ich meine, wir sind jetzt 220 Kilometer gefahren und ich merke gar nichts. Los. Gas. Fertig. Wer? Du. Noch lange nicht. Ich bin schon. Das ist so ein hochkalorisches Zeug. Ja, ich weiß schon, für Frührentner. Das sage ich auch meine Mutter. Wird, wenn, du, okay. Wenn du die Rente nicht mehr erreichen willst, musst du bloß jeden Tag so ein Ding machen. Dann bist du gerettet. Selfie. Die Zeit der Selfie. Selfie von Selfie. Es gibt ein Endloskreis. Da ist sogar eine Spiegelung hier das drauf. Das ist ganz gefährlich. Die Sonne. Jetzt wird es richtig kalt. Aber ich hoffe jetzt bis nach Ludeak geht es noch. Und dann essen wir erstmal Nudeln. Und dann sehen wir weiter. Also jetzt haben wir den Einbruch der Dunkelheit. Ich nehme die Brille doch noch mit. Ich wollte es gerade sagen, weil überragende Sonnenbrille. Wir haben Einbruch der Dunkelheit. Ich habe jetzt hier mein Nabendynamo, der betreibt die Lampe sensationell gut. Läuft die ganze Straße aus, alles bestens. Hinten habe ich ein kleines Rücklicht, das reicht.
das aber leider blinken, nicht blinken darf. Das darf nicht blinken, jetzt darf es nicht blinken. Und dann habe ich zur Sicherheit hier oben am Helm habe ich auch noch eine Lampe. Falls irgendwas ausfallen sollte, dann kann ich nochmal. Und das sind die Richtlinien. Hm? So, genau. Danke, jetzt überlegen wir das. Nehmen wir Jacke, nehmen wir Jacke dabei. Ciao, Leute. Ciao. So, also, wir sehen uns in Lüdiak. Nachher bis zu den Nudeln. Los. Bis zu den Nudeln. Hier. Alles klar. Jetzt reicht's dir. Hä? Jetzt reicht's, sag ich dir. Wieso? Ich bin müde wie Sau und kalt ist, ja, du bist das Trikot an. Alles klar. Alles klar. Aber jetzt hauen wir erstmal ein paar Nudeln rein. Oh. Du bist ja wie benommen. Ja, bin ja schweinekalt, ich friere wie die Sau. Ja, ich war jetzt voll, meine Jacke anzuziehen. Aber auch unten mit dem mal längeres anziehen müssen. Egal. Mein Gott, Margot. Servus. Wie weit seid ihr? Ja, die sind gleich fertig. Mein Gott, du bist fertig, okay. Oder? Jetzt bin ich fertig, ja. Das war ja Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wo es geschifft hat, du bist Vollgas, du. Und dieses Fahrrad ist so anfällig gegen Regen, seitdem geht wieder nichts mehr. Schaltung geht nicht, nichts mehr geht. Nervt. Wieso? Wir haben so gehofft, dass du vielleicht unten durchgekommen bist, wo das losging. Das ging ja so brutal los, gell? Ich bin ja nirgendwo unter dem Baum runtergestanden, aber trotzdem war halt danach alles nass. Oh, ist hier schön warm. Oh, wir gehen immer raus. Oh. Habt ihr Arabiata gemacht für die ganze Mannschaft? Mitten in der Nacht, kurz vor 5. Die beste Zeit zum Essen. Du siehst ja jetzt hier erstmal nur Penne, das ist ja nur gar nichts. Spannend ist das hier. Wehe, wenn es euch nicht schmeckt. Wem sagst du das? Normandie. Mach ich das an? Ja, klar. So, Freunde, Prost. Zum Wohl. Auf die erfolgreiche Nacht. Sie war überschaubar erfolgreich. Wir werden sehen. Naja, du bist hier. Das ist doch schon mal ein Stück. Das ist eigentlich, es ist die Nachtfahrerei unter dieser Übermüdung ist eigentlich scheiße. Man soll es nicht machen. Du hattest wieder Halluzinationen? Ziemlich heftige. Einmal saß, bin ich total erschrocken, weil ich dachte, ein Luchs sitzt an der Straße. Das andere Mal habe ich immer gedacht, es seien Katzen, waren aber so weiße Striche auf der Straße. Und im Prinzip habe ich auf der Strecke hier von, wo komme ich gerade her? Lüdiak. Lüdiak.
ungefähr, also mindestens 10 Mal angehalten, weil ich sonst eingeschlafen wäre. Also hier, wo ich meinen Plan zusammengestellt habe, war klar, dass ich unter 70 bleibe. Wenn es einigermaßen läuft. Ich wusste nicht, wie ich beieinander bin. Das weiß ich nie. Und du weißt nie, was unterwegs passiert bei so einem langen Ding. Und dass ich so gut beieinander bin wie jetzt die letzten Tage, damit konnte ich selber nicht rechnen. Mein Handicap ist halt die Kälte und die Nacht. Da bin ich einfach schlecht. Bin richtig schlecht. Wobei dann. Und tagsüber wirst du wieder zur Maschine. Ja. Die Autofahrer sind super klasse. Überhaupt nie irgendwie eine kritische Situation oder so. Die achten so auf uns. Das ist wirklich toll. Und deshalb, das ist entspannt. Ja, nachts alleine fahren. Mir ist halt die Kälte, mir frisst die Kälte auf. Ich hab mit Manu gesagt, ich habe phasenweise, also bestimmte Stunde lang ohne Handschuh gefahren, weil es so warm war. Und dann wird es schlagartig eiskalt. Aber richtig schlagartig von einer Sekunde auf die andere. Wolfi, was sagst du dazu? Hier oben. Unser viertes Teammember ist schon hart am Vorschlafen. Jetzt in der Avenue Waldkapelle und gehen zum vorletzten Checkpoint der Hinreise und dort werden wir unseren Radonneur abfangen. Was hat es mit der Avenue de Waldkapelle auf sich? Das ist natürlich die Partnerstadt von Shahir de Plouer, wo wir uns gerade befinden. Und das ist natürlich, wie jeder weiß, Waldkapelle ist der Nachbarort, wo ich herkomme. Höllentour. Am Anfang habe ich gedacht, ich sterbe wieder. Echt? Mhm. War so scheiße? War so kalt. War so unfassbar kalt. Weißt du, was da war? Da hing irgendeine Fahne raus. Ich weiß nicht, was das für eine war. Dann habe ich assoziiert, das sei die griechische Fahne. Und dann habe ich mal überlegt, wie eigentlich jetzt gerade nach Griechenland kommt. Und dann wusste ich, jetzt muss ich was trinken. Und dann bin ich erstmal ein Boule de Soupe habe ich gegessen. Und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken. Weißt du, Mann, das war hinter Ludiak. Da geht es nur so runter, so rauf, so runter, so rauf. Du schwitzt wie die Sau beim Rauffahren und es ist unfassbar kalt beim Runterfahren.
ich wollte echt sterben. Okay. Da war es eine Sekunde, wo ich gedacht habe, jetzt gebe ich auf, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Servus, Herr Techniker. Gut, dass du meine Bremse gemacht hast, jetzt geht's wieder alles. So, und jetzt auf nach Brest, die letzte Etappe und dann geht's nach Hause. Sogar fast über die Hälfte, weil zurück sind es bloß noch 600. Das heißt, eigentlich ist jetzt ein Kinderspiel. Für mich ist es natürlich auch ganz besonders, weil ich bisher bloß in meinem ganzen Leben die längste Strecke, die ich je gefahren bin, 640 waren. Das heißt, in 20 Kilometern schlage ich meinen persönlichen Rekord. Ja. Ja, man kann sagen, überraschenderweise ging es brutal gut mit der kleinen Episode, wo es gestern geregnet hat und dann so scheißkalt war und heute Morgen auch so scheißkalt. Das hat mir dermaßen viel Kraft genommen. Aber ansonsten bin ich selbst auch überrascht, wie super gut es läuft. Und jetzt bin ich gespannt und hoffe, dass der Rückweg noch ein bisschen besser wird, weil ich jetzt Rückenwind kriege. Ja, ich habe es ja gesehen, wie die anderen, die benutzen den auch natürlich, ist ja klar. Das macht jetzt Spaß. Aber es kommen jetzt ziemlich heftige Berge nochmal. Jetzt geht's zurück, ab nach Paris. Und los, Paris. Gib Gas. Das, was die letzten Tage so gut war, ist jetzt so scheiße. Ich muss bloß meine Zehen, die tun weh wie ohne Ende. Heute geht's mir echt scheiße. Die ganze Kraft der letzten zwei Tage war gar nichts mehr. Punkt auch. Man sieht das Ende schon und jetzt muss man nochmal die ganze Energie mobilisieren. Auf dem E-Bike habe ich das gar nicht gemerkt, aber ich war so voll mit Adrenalin, was das für ein Scheiß ist. Rauf, runter, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und heute macht es mir echt fertig. Gestern Abend hat es mich schon fertig gemacht. Jetzt macht es mir richtig fertig. 200 Kilometer schaffen. Mit den Schmerzen. Interessant. Und das ist so eine Strecke, unterschiedlich empfindest, ob du gut drauf bist oder scheiße drauf bist. Am Montag habe ich noch zum Ronald gesagt, Gott, ist das eine geile Strecke, du, total easy und alles toll. Heute? Das ganze Gegenteil der Fall. Ne? Sind sie umbringend. Gibt's da Blasen jetzt, ne?
Die Blasen sind das wenigste. Nicht das Problem. Guck mal, wie rot die sind. Na, wie rot die sind. Deine Strategie jetzt für die letzten Etappen. Ivos bis zum Abwinken. Du hast jetzt Ivos rein. Das einzig Richtige. Oder Bobby? Ivo ist die Lösung. Mit einer Ivo 1000, habe ich ja gesagt, kannst du trotz Bandscheibenvorfall noch einen eigenen Umzug machen. Das ist der schwerste Teil der Etappe. Dein Tempo, dein Tempo. Es sind mit Abstand die schlimmsten, die jetzt kommen. Was denn? Die 44. Oh, die Kälte ist wieder so. Du kannst es nicht kalkulieren, wie es ist. Das war wie in der Bretagne. Da kommt plötzlich, wird es eiskalt. Von einer Sekunde. Das ist wirklich von einem Meter auf den anderen. Und dann ist es aber wieder wärmer geworden. Also es war die ganze Zeit eigentlich ja, relativ. Hat deine Kleidung angefangen zu wärmen. Zu schwitzen. Und dann ist wieder. Eis, 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 kalt, kalt. Jetzt ist es eigentlich nur, wenn es jetzt mittags 12 wäre und wir schon die 44 Kilometer runterspulen würden, dann könnte ich sagen, Freunde, macht schon die Pulle auf da drüben. Aber es ist mitten in der Nacht und schweinekalt wieder. Without lifting the pencil, the only way to do it was to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Auf geht's, auf geht's, auf geht's! Alter, ciao! Thank you.
Also ganz ehrlich, ich habe so oft nicht mehr dran geglaubt, dass ich es ins Ziel schaffe. Und irgendwann bist du in so einem Tunnel und du vergisst deine Schmerzen und du fährst einfach nur noch in Trance. Und irgendwann wird dein eigener Atem dein einziger Begleiter, den du hast. Und du powerst, du holst das Letzte aus dir raus. Aber irgendwie mit jedem Meter wird es besser. Der Kracher für mich war natürlich, dass ich immer wusste, dass an jedem Stop wieder meine Crew steht. Und ich im Vorfeld schon über mein Handy immer durchgegeben habe, was ich gerade wollte. Und es stand dann schon immer fertig da, wenn ich kam. Und das beflügelt natürlich, da kommst du besser über die Runden. Ich bin so glücklich, dass ich dieses Rennen gefahren bin. Es zählt wahrscheinlich mit zu den größten Erlebnissen in meinem ganzen Leben, in meinem Radfahrerleben. All die Entbehrungen, das ganze Training, die ganzen Anstrengungen. Und wenn du an die Startlinie gehst, dann ist alles weg. Und wenn du das Ziel fährst, dann ist es unbeschreiblich. Manchmal muss man rausgehen und es einfach machen. Also geht raus und macht's. Aufzunehmen. Bravo, bravo. Komm, hau den raus. Der Schweizer Rekrut hatte den Auftrag, im Flugzeug da 20, 30 Kilometer zu fliegen, dann abzuspringen mit dem Fallschirm, Zielsprung, da war das Motorrad, zurück zur Einheit fahren. Er springt aus dem Flugzeug. Hauptfallschirm öffnet sich nicht, zieht einen Reservefallschirm, öffnet sich auch nicht. Dann sagt er so zu sich, jetzt würde bloß noch fehlen, dass das Motorrad nicht anspringt.